Willkommen zu einer weiteren Folge Was geht ab? Ja, und heute gucken wir uns wieder Kommentare an, die so auf Facebook gepostet worden sind. Es gibt Fragen, aber auch allgemein Kombo-Potenzial ist auch hier wieder vorhanden. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Nachschub ist heute eingetrudelt. Ja, ich würde sagen, hier auf jeden Fall sehr viele Karten gekauft. Es sieht nach vielen Einzelkarten aus, denn wir haben hier viele kleine Briefe. Und ich denke mal, da kann man ruhig mal posten, dass man hier stolz einen großen Einkauf gemacht hat. Doch, da dachte sich jemand, nicht mit mir. Denn er musste einfach angeben, was er sich ebenfalls gekauft hat. Und zwar, der gute Simon postete dazu bei mir gestern auch und sagte, diese wunderschöne Karte. Da frage ich mich, will man irgendwie angeben, dass man eine teure Karte gekauft hat? Ich meine, sie ist ja nicht mal selbst gezogen. Wie kann man denn irgendwie stolz sein, dass man die gekauft hat? Ich meine, ja, okay. Schwarze Hosensache, Ghost Rare, meint, geil oder was? Aber ich denke, Simon wollte einfach mal zeigen, dass er ein bisschen Geld hat und hat eben diese Karte gepostet. Nachdem uns Simon gezeigt hat, was für coole Karten er hat, kommen wir auf jeden Fall zu Julian. Denn Julian hat eine ganz normale Frage. Hey Leute, hat mal jemand eine coole Idee zum Monarchen Domain als funktionierendes Deck Profile? Wäre cool. Und ich würde sagen, da habe ich was für dich. So, ich habe den perfekten Tipp, wie dein Deck besser werden kann. Wir nehmen zum ersten Mal den Stein. Dann nehmen wir den anderen Stein. Dann nehmen wir noch einen Stein. Dann nehmen wir noch einen Stein. Und dann nehmen wir noch einen Stein. Fertig. Das ist deine Starthand bei Monarch. Da geht nichts mehr. Sorry, Bro. Doch nachdem wir jetzt Julian auf jeden Fall weiterhelfen konnten, kommen wir zum nächsten Kandidaten, und zwar Tim. Tim hat zu Hause nämlich ein paar Karten rumfleddern, wie ich zum Beispiel hier. Feierliches Urteil ist ja schon eine ziemlich alte Karte und, ja, aus einem alten Set. Und er hat deswegen auch folgende Frage. Kann man generell sagen, dass alte Karten 13 Jahre plus wertvoller sind? Das ist natürlich auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Und da hatte Björn die super Antwort, die ihn auf jeden Fall weiterhelfen könnte, denn er sagte, erst ab 14 Jahren plus. Da auf jeden Fall ein riesen Kompliment an Björn. Vielen, vielen Dank für diesen sinnvollen Tipp. Denn jetzt weiß ich, wenn meine Karte 13 Jahre alt ist, ist sie nichts wert. Aber wenn ich warte, ein Jahr später, ist sie einfach auch richtig viel wert. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an Björn. Ja, Yu-Gi-Oh! Ist schon ein kompliziertes Spiel auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und deswegen gibt es das ein oder andere Mal auf jeden Fall Regelfragen. Und man fragt sich einfach, ja, wie funktioniert das oder wie funktioniert dieses hier? Und deshalb hat Fabian folgende Frage. Also, hab eine Frage zu Fusion. Bei Poli kann ich zwei Monster fusionieren, muss aber auf gleiche oder höhere Stufen kommen. Wie ist das bei Super Poli und Beschwörung und anderen Fusionskarten? Bitte was? Also er fragt hier ernsthaft, ob man bei anderen Karten wie Super Poli und Beschwörung genauso auf die Sterne achten muss, wie bei der normalen Fusion. Ich würde sagen, das ist keine Frage für die Community, das ist eine Frage für das Regelheft. Hier haben wir einfach die Seite für Fusionsmonster im Regelheft und da steht folgendes. Fusionsmonster gehören auch in dein Extra-Deck. Gut zu wissen. Und nicht in dein Main-Deck. Ja, irgendwie logisch, ne? Sie werden durch Benutzung der auf der Karte aufgeführten Monster, genannte Fusionsmaterial, kombiniert mit der Zauberkarte Polymerisation, auch Fusionskarte genannt, beschworen. Sie haben üblicherweise Spezialfähigkeiten und zusätzlich sehr hohe Angriffspunkte. Und ja, ich würde sagen, das ist eine schöne Definition und hier steht nichts von Stufen, überhaupt nichts. Auch wenn man da steht, wie Fusionsbeschwörungen durchgeführt werden, sehen wir, dort wird nirgends was von Stufen erzählt. Ich frage mich einfach, wo er abgerutscht sein könnte. War er bei Ritualmonster? War er bei Synchromonster? Oder war er doch bei Exitmonstern? Denn bei all diesen Sachen sind die Stufen relevant, außer bei Fusionsbeschwörungen. Und ich frage mich einfach, warum stellt man sowas in eine Gruppe als Frage, statt einfach 2 Minuten zu googeln und schon hat man das Ergebnis. Nachdem wir letztes Mal auf jeden Fall sehr interessante Tipps hatten, wie du sehr viel Geld machen kannst, hat jetzt hier der Victor auch ein Angebot, und zwar, er möchte folgende Karten verkaufen. Jemand Interesse an 3x Bingo-Maschinen. Soll ich die Steine wiederholen? Für Blue Eyes? 110 Euro sind vom Booster in die Hülle. Bei Interesse bitte PN. Bezahlung nur per PayPal, Versandkosten übernimmt der Käufer. Und ja, das klingt jetzt in erster Linie erstmal sehr interessant. Er möchte hier 110 Euro für diese Karte haben und dafür müssen wir natürlich erstmal gucken, wie viel ist diese Karte überhaupt wert. Boah, da muss ich die Karte googeln. Und da haben wir sie auch. Bingo-Maschinen. Los. Bester Name an dieser Stelle. Und die Karte geht 23 Euro. Krass. 23 Euro für Bingo-Maschinen. Wie viel wollte er nochmal haben? Oh, 110 Euro. Ich glaube, da ist er auf jeden Fall ein bisschen weit über das Ziel hinausgeschossen. Denn 110 Euro ist definitiv zu viel für diese Karte. Aber wir haben jemand, der eine Frage hatte in den Kommentaren bei diesem Post. Manuel sagt, ich frage mich immer noch, warum sie so teuer ist.
Nachfrageangebot? Die ist gar nicht mal so krass. Ja, gute Frage. Warum ist das einfach so? Und Daniel hatte die perfekte Antwort, weshalb die Karte so teuer ist. Denn, Achtung, Zitat, Blei-Spieler sind halt dämlich. Er hat auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Blei-Spieler sind dämlich. Interessant, was sein Weltbild ist. Von allen Blue-Eye-Spielern, natürlich alle, also es ist ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, alle Blue-Eye-Spieler sind dämlich. Danke auf jeden Fall an Daniel, der uns hier das Weltbild eröffnet hat. Und jetzt wissen wir, alle Blue-Eye-Spieler sind dämlich. Und das war's auch schon mit dieser Folge. Wir haben heute sehr viel erfahren, konnten viele Tipps geben, aber auch vieles Neues lernen. Falls ihr nochmal so ein Video sehen wollt, dann würde ich sagen, ja, ich sag mal mindestens 10 Likes auf dieses Video. Dann kommt auch schon der nächste Teil hier auf diesem Kanal. Und wichtig, schreibt weiter in Facebook-Gruppen komische Fragen. Ich sehe euch. Euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.